Na, wie geht's? Hier ist ein Gewitter und das Gewitter ist schon sehr großartig. Das Problem bei dem Gewitter ist nämlich, es ist nass und ich habe hier viel zu wenig Platz. Ich muss mich jetzt hier erstmal ein bisschen akklimatisieren. So, das muss hier mal weg. Ich habe jetzt zwei Bildschirme und dann kann ich ja nebenher... Ich muss doch nicht mehr diesen ganzen Blödsinn mit Handy nebenbei und Stoppuhr und so weiter machen. Nö, das habe ich hier alles und ich sehe sogar meine Stimme, das habe ich ja schon mal gesagt. Wunderbärchen. Also, lass uns ein bisschen plaudern. Wenn du willst. Jetzt, wo wir Piratenkapitäne hier so rumstehen. Dir gefällt das Leben als Pirat, was? Oh, man kommt viel herum. Und ich muss zugeben, ich habe schon schlimmere Jobs gehabt. Erzähl mir davon. Ja. Alles begann vor einigen Jahren auf einem Kahn der Inquisition. Ein ziemlich übel gelaunter Inquisitor namens Mendoza hatte damals das Sagen. Auf der Insel Faranga galt es, einen Titanen zurück in seinen Käfig zu sperren. So? Du warst also ein Protektor? Na, das war in einem früheren Leben. Die Zeiten haben sich etwas geändert, wie du siehst. Hm. So. Meine Geschichte ist kurz. Schon als junger Mann wurde ich von Admiral Alvarez, der damals noch zur See fuhr, an Bord seines Schiffes aufgenommen. Auf den Planken eines Piratenschiffes, frei zu sein von allen Zwängen und mein eigener Herr zu sein, war genau das Leben, das ich führen wollte. Also bin ich auch dabei geblieben. Ja, Chasey, das hast du dir auch alles richtig schön... Alvarez ist also dein Mentor. Wenn du so willst. Doch hat er sich kein Stück weiterentwickelt. Es sind immer noch die gleichen Sprüche, immer noch die gleiche Engstirnigkeit wie früher. Wie bist du zu deinem Schiff gekommen? Ich hab's mir verdient. Viele Kämpfe, viele Gegner. Am Ende war ich der Sieger und das Schiff war mein. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wie bist du mit Kapitän Stahlbart zurechtgekommen? Ich mochte ihn. Von ihm habe ich eine Menge lernen können. Er war stark. Der beste Pirat, den die Südsee jemals gesehen hat. Ein großer Verlust. Du hast da ein schweres Erbe angetreten, mein Freund. Ja, ich weiß. Ich finde nicht, aber ist egal. Was kannst du mir über Kapitän Garcia erzählen? Ein gieriger Mistkerl. Aber er ist gut. Er ist seinen Gegnern immer um eine Nasenlänge voraus. Und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er es eiskalt durch. Wir werden noch eine Menge Spaß mit ihm kriegen. Das glaube ich. Wo könnte sich Garcia aufhalten? Ich habe absolut keine Ahnung, mein Freund. Angeblich soll er in Caldera gesehen worden sein. Aber ob das stimmt? Wer weiß. Eine Sache. Ja? Was gibt's? Ich habe einen Steuermann für dich. Tatsächlich? Wer ist es? Sein Name ist Morgan. Taugt er was? Keine Ahnung. Schau ihn dir erstmal an. Ja, das werde ich. Und wehe, er gibt wieder Worte. Danke. Ich stehe in deiner Schuld. ABFFE. Wir haben alles, was wir brauchen, um wieder in See zu stechen. Brillant. Wirklich brillant. Dann steht unserer kleinen Reise nichts mehr im Wege. Ich brenne darauf, dieses Nest so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Du musst mir nur sagen, wann es losgehen soll. Die Frage ist, muss ich jetzt unbedingt mit ihm fahren oder kann ich jetzt noch ein bisschen schickimickige Dönekissen machen? Das hätte ich nämlich viel lieber, ehrlich gesagt. Nochmal eben auf eine alte Insel ein paar Vögel umknallen und dann erst irgendwo was Wichtiges machen. Ich weiß nicht, ich fühle mich schlecht vorbereitet auf alles, was ich hier so tun kann. Und da muss ich unbedingt nochmal eine Schippe Kohle nachlegen. Ich hatte immer genug Gold, Rum und Spaß. Gold, Ruhm und ich Spaß. Sag dir, es gibt Spaß, immer noch Rum und Gold. Gold und Spaß, Rum. Rum, Spaß und Gold, Rum. Hä, wer? Gehen wir mal auf unser Schiff zurück. Was ist, wenn wir jetzt hier mit Patty reden? Hier. Diese Emma aus dem Voodoo-Laden meinte, ich sei ein Weltenlenker. Ja und? Was heißt das jetzt? Ich bin zu Hören bestimmt. Vielleicht bin ich ja zu Hören bestimmt. Jetzt werd mal nicht gleich größenwahnsinnig. Du bist ganz gut in dem, was du tust. Aber wir sind ein Team, vergiss das nicht. Ja, schon klar. Das will ich hoffen. Ich habe keine Ahnung, was du bisher für mich getan hast. Die beiden Schiffe sind versorgt. Gut gemacht, kleiner Held. Du machst dich. Was ist mit Slane? Das ist noch nicht klar. Okay, dann regel das. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Also ich kann jetzt selber schon mal fahren, das ist nicht schlecht. Der Schatz der Grotte auf Antigua, ja, das ist schon witzig. Wo war denn das? Schwertküste? Nee, Caldera, Sitz des Hohen Rates, Sturminsel, das ist alles gefährlich. Ich will nochmal zur Schwertküste. Und da gucken wir uns dann nochmal um.
Ich baller da einfach mal ein paar Vögel nieder und dann geht's auch schon wieder weiter. Wir haben uns lange nicht mehr verbessert. Und Geld brauchen wir auch. Das Ding ist, eigentlich sind wir schon ganz stark. Wir haben ja... Ja, komm. Wir haben ja unseren doppelläufigen Super-Züngel-Revolver. Der 1000 eingetretenen Schädel. Und deswegen, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein, alles. Komm mit. Gut. Wieso kann ich Patty nicht fragen, wie ich mich mache? Kann ich das jetzt? Ja. Ich habe noch Grog übrig. Den kriegst du nicht. Den kriegst du nicht. So, jetzt muss ich aber mal wissen. Ah, hier. Zum Strand rudern. Einfach rudern, rudern, rudern. Aber hier hatten wir ja auch schon mal die ganze Sache uns angeguckt und ich bin nicht weitergekommen, weil uns irgendwas fehlt. Hattet ihr mir geschrieben, was mir fehlt? Ich glaube nicht. Schade, Schokolade. Apropos fehlen, wo sind die Gegner? Ich muss doch hier irgendwas über den Haufen schießen können. Dafür bin ich hier, oder was? Ja. Das ist eigentlich meine Bundesaufgabe. Meine leuchtende Bestimmung. Mein pflegeleichtes Leben bis hin zur grünen Donnerwiese. Hier. Affe abknallen. So, vor Affe weglaufen. Wieder Affe abknallen. Bang. Genauso hatte ich mir das gedacht. Und jetzt nochmal die Boys hier. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon ganz gut Damage. Ja, guck mal. Das war noch nicht mal kritisch da gerade. Ja, siehst du mal. Und ihr sagt, der Papa kann nichts. Buh, 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 buh. Ach, moin. Eins. Nö. Ey. So, danke schön. Ach, ist das ein schönes Leben hier, ne? Affen über den Haufen knallen. Das macht Spaß. Aber warum sind denn hier so viele Pflanzen? Wachsen die auch wieder nach? Das wäre doch geil. Dann ist die komplette Natur wieder vollkommen gesund und glücklich. Glücklich und fröhlich. Und voller Natur. Auch Gemüse wieder. Ich frage mich jetzt. Haben wir alle Schätze gesammelt? Ich weiß nicht. Patty, geh aus dem Weg, ehrlich jetzt. Manchmal ist das Leben auch schlimm mit dir, ne? Ja. Manchmal muss man sich selber dann auch an die eigene Stirn fassen und denken, oh mein Gott. Wie blöd ist das wieder gelaufen? Was da oben? War ich da eigentlich schon? Das sieht mir doch so wichtig aus. Ich kann es gerade nicht einordnen. Dem habe ich ja richtig schön einen verbraten hier. Da werde ich sogar mit dem Jaguarfell belohnt. Was ist das da? Das sieht so wichtig aus. Aber auch auf eine gewisse Art und Weise unbekannt für mich. Hm. Naja. Vielleicht finden wir ja die Bewandtnis des großen, unbekümmerten Ortes hier. Das, ich weiß nicht. Habe ich das schon gemacht? Vermutlich ist da gleich irgendwie so eine Falltür und dann renne ich da rein und dann gibt es echt Zaubertränke ohne Ende. Oder vielleicht ist es ja der Ort, den Bossbart hier meinte. Das wäre gut, ne? Süß. Dicker Goldbeutel. Wenn hier sowas noch liegt und das kann nicht nachwachsen, dann war ich hier noch nicht. Aber es kommt mir auch unbekannt vor. Warum gibt es hier solche Orte, die definitiv hier irgendwie wichtig sind, aber die ich mir noch nicht angeguckt habe? Und kann man hier irgendwie rein oder was ist hier los? Kinder, what is happening here? Oder bin ich auf einmal auf einer anderen Insel? Nee, das ist doch hier, war ich doch schon. Da ist das Dorf der Shaganumbi. Und hier... Da kommt man sogar irgendwie rein in das Ding. Ich bin gerade sehr begeistert. Meine Begeisterung ist gar nicht mehr in Worte zu fassen. Begeistert. Geist und Erd. Kenn ich noch Erd? Von Bernie und Erd? Huch! Ich würde am liebsten meine doppelläufige Knarre nehmen und
die ganze Welt zerstören. Logbuch. So, Dagarigua. Die Kleidung eines Piraten. Das habe ich schon gemacht, glaube ich. Schwertinsel ist das doch, ne? Der Gierige? Das habe ich auch alles schon gemacht. Die Schatzinsel, legendäre Gegenstände. So. Kristallfestung. Flasche der Gedanken beim Shaganumbi-Stern. Die können wir kaufen. Und das machen wir jetzt auch. Auch wenn uns das vermutlich nicht unbedingt weiterbringt, aber wir müssen das alles fertig gemacht haben. Ja. Ohne Widerrede. Das müssen wir gemacht haben. Wie ist hier mit Punkte? Ne, habe ich nicht. Punkte habe ich nie. Ulele. Muleke Pasavi Maloche. Ja, du sprichst mir aus der Seele. Gaia hat viele Geschenke. Man findet sie überall in der Natur. Ich finde ja eure Einstellung ganz gut. Ah, okay, Ulele. Ja, Trank des Dieves. Da müsste ja irgendwie Flasche der 1000 zerrissenen Jungfernhäutchen irgendwo stehen. Aber das ist er ja nicht. Jade-Anhänger, Trank der Klingen, Trank des Schützen, Geistessenz, Trank des Rituals, Trank der Überzeugung. Das ist alles sehr witzig, was ihr hier habt. Ja, gebe ich zu. Aber ist nicht so witzig genug, dass ich drüber lachen würde. Plunder. Zähne und Krallen. Die brauche ich nicht mehr. Ja, Diamant. Sehr selten und sehr wertvoll. Ja, nimm auch das auch. Affe-Statue, ist egal. So, jetzt haben wir 1000 Euro hier. 1000 Euro. 1 Euro. Es gab doch zwei Frauen, die hier was verkauft haben, ne? Zwei Frauen. Und du warst die andere. Moin. Ono Palava Gucho. Ja, ja. Genau. Nee. Du warst das. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Flasche der Gedanken. Was kostet sie? 2000 Euro. Totenkult plus 10. Ja, genau. Ist ja nicht so, dass ihr alle Raffzahn seid, ne? Raffzahn. So, leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Was ist hier beim Tempel der Erde? Das kann doch nicht sein. Oi, oi, oi. Ich bin bei dir. Das kann doch nicht sein, dass das hier alles schon fertig ist. Feuervögelchen. Bütche. Bütche. Gut gemacht. Eine Schädelblüte. Das macht doch Spaß. Nee, ich wollte da einfach mal reingucken. Und mit denen reden. So ein wenig zumindest. Ich meine, da hinten ist auch eine Tür, ne? Das sehe ich ja von hier. Obwohl, das haben wir doch schon alles gemacht, ne? Was ist denn mit euch denn? Krieger heißen die nur. Nicht mal untote Krieger, das sind einfach nur Krieger. The Warriors. Das sind die Warriors. Die Bavarians. Oh, da muss man aufpassen hier. Das sind ganz wilde. Guck mal hier, wie die tanzen. Kriege ich eigentlich auch mal die goldene Donnerbüchse des weit vor Distanz? Das wäre geil, ne? Wir haben ja verschiedene Waffen, die so ein bisschen heilig sind. Und wenn da eine Knarre drunter wäre, das wäre ja schon ziemlich klasse. Ich meine, ich will mich ja nicht beschweren. Wir haben ja schon sehr gute Waffen. So, dann trinken wir jetzt mal bei Goofy und Max jeden Tag einen Schnaps. Ich helfe dir. Boing. Boing. Und jetzt mache ich hier genauso eine Dance-Session wie die Jungs hier. Alter Schwede! Das wäre fast so gut wie der Wolf im ersten Part von Risen 1. Niemand legt sich mit einer Stahlbahn an. Niemand legt sich mit dem Medi an. Guck mal, der hat jetzt sogar seine Waffe verloren. Die finden wir nie wieder. Weil ich den so schön auseinandergeschossen habe. Ja, aber das ist doch hier alles wieder so eine halbgare Kacke, die ich hier mache. Wie viele Punkte brauche ich denn für Feuerwaffen? 8000. Ja, ich gehe aber auch nicht davon aus, dass da irgendwie großartig eine Existenz in diesem Spiel ist, die mir gerade gefährlich werden kann. Sage ich jetzt. Und hinterher gibt es nur wieder Geheule. Ich kenne mich doch. Ja, ja. Das wird genau so laufen. Huch! Sage ich dann. Und keiner weiß mehr, was passiert ist. Ah. Ja. Knickidi-knack. Knickidi-knack. Ne, diese kopflose Geschichte, die werde ich jetzt wahrscheinlich beenden. Ich gehe zum Piratenturm und dann setze ich mit Dr. Chaser die Segel.
Ich weiß auch nicht, was ich sonst alles noch machen soll. Ich könnte ja versuchen, zu Stahlbart in die Truhe zu greifen. Ich habe ja genug Pünktchen habe ich ja genug. Aber das bringt mir auch nicht irgendwie einen Vorteil. Ich habe ja alles schon gemacht hier. Und die ganzen Monster, die hier noch so rumeiern. Ich bitte euch. So, wo war denn jetzt nochmal das Brot? Das vergesse ich immer. Boot. Das war doch hier, oder? Ja. Da ist das Bötchen. Kann ich ihm mir auch ein Map hin machen? Für immer? Zurück zum Schiff. Zurück zum Schiff. Und Patty steht gerade knietief im Boot.